In diesem Tutorial wollen wir vermitteln, wie Sie im Multi-User-System von Revox einen Nutzer anlegen und dem Nutzer eine Rechtegruppe zuordnen. Um alle Möglichkeiten zeigen zu können, wird der Konfigurator in den Tutorials stets im Advanced-Modus betrieben. Klicken Sie nun, um die Nutzer zu konfigurieren, auf den grauen Balken User. Hier finden Sie eine Liste der Nutzer des Systems. Die Anzahl der Nutzer ist durch die Größe des Voxnet-Servers vorgegeben und kann nicht verändert werden. Von links nach rechts sehen Sie ein Icon, welches visuell die Zeile für den User darstellt. Direkt rechts davon sehen Sie den Identifier. Dieser beginnt stets mit einem zum Dienst passenden Buchstaben, in diesem Fall mit einem U für User. Danach folgt ein 12-stelliger, eindeutiger Code und am Ende werden Dienste gleichen Typs mit 0 beginnend durchnummeriert. Im nächsten Feld können Sie einen individuellen Namen für den Nutzer eingeben. In unserem Beispiel nennen wir den Nutzer 1 Peter. Den User 2 nennen wir Sarah. In der Spalte Group Membership kann für jeden Nutzer eine Rechtegruppe festgelegt werden. Im einfachsten Fall weisen Sie jedem Nutzer im Revox Multi-User-System eine eindeutige Rechtegruppe zu. Die Rechtegruppe 1 für Peter, die Rechtegruppe 2 für Sarah. In der letzten Spalte können Sie einen Alias eingeben. Dieser Alias kann für die erweiterte Konfiguration des Systems verwendet werden. Ein Alias kann aus maximal 16 ASCII-Zeichen bestehen. Revox empfiehlt bei der Alias-Bezeichnung eine Systematik anzuwenden. Gute Erfahrung haben wir mit der Voranstellung des Buchstabens vom jeweiligen Dienst gemacht. Also in diesem Beispiel U für User und dahinter den Namen Peter bzw. beim zweiten Nutzer U.Sarah. Vergessen Sie am Ende nicht, Ihre Änderungen auf den Voxnet-Server hochzuladen. Hierzu betätigen Sie oben rechts den grünen Pfeil. Sobald dieser wieder in dunkelgrau dargestellt wird, ist der Upload auf den Server abgeschlossen.